Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Call of Duty Kampagne. Ich bin derzeit leider ziemlich krank, auch wenn meine Stimme jetzt wenigstens wieder einigermaßen in Ordnung ist. Heute Morgen ging es ja fast gar nicht mit Sprechen. Wer vielleicht das Shop-Video gesehen hat, wird es wissen. Wir werden heute die Piccadilly-Mission spielen. Das letzte Mal hatten wir hier die Kriegsnebel-Mission erfolgreich absolviert. Jetzt, wie gesagt, geht's weiter mit der Piccadilly-Mission. Wir werden einfach neu starten. Wir hatten ja so diese erste Sequenz gesehen. Wieder als Söldner hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal gespielt. Und wenn ich hier die Reihe, also die Call of Duty-Reihe gefällt oder auch generell irgendwelche anderen Videos auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Und damit der YouTube-Algorithmus auch meine Videos ein bisschen mehr vorschlägt, wäre es natürlich nice, wenn ihr auch ein Like da lasst, natürlich möglichst lange die Videos schaut und auch einen Kommentar da lasst. Dann wird das von YouTube ein bisschen mehr gepusht. Wäre auf jeden Fall wirklich super, super nice. Dauert ja nicht lange und würde mich, wie gesagt, extrem supporten. Ich hoffe natürlich, dass das möglichst schnell lädt, ansonsten muss ich einmal kurz einen Cut machen, aber... Die Operation ist jetzt eigenständig. So. Was zur Hölle soll das heißen? Die Anfangssequenz hatten wir ja schon am Ende der letzten Folge gesehen, allerdings, wer das immer noch nicht gesehen hat, kann es hier nochmal anschauen. General. Am Anfang, wie gesagt, eben halt erstmal eine kleine Filmsequenz und danach muss er dann wahrscheinlich selbst spielen. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind ihre Fingerabdrücke drauf. Laswell, fixen Sie es. General, Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. In der letzten Mission mussten wir ja so Chemikalien aus irgendeinem russischen Lager, glaube ich, in Verdansk retten. Und das eben halt gescheitert, weil wir, als wir das dann mitnehmen wollten, die Chemikalien, um die zu sichern, wurden wir eben halt angegriffen. Und jetzt wird es natürlich von den Feinden benutzt. Jetzt sind wir hier in London am Piccadilly Circus. Terrorgefahr ist jetzt kritisch. Vermutlich mehrere Angreifer, Bombenträger oder schlimmer. Scharfschützen in Position? Negativ, Sergeant. Es darf keine Panik geben. Wissen die Terroristen das, Sir? Garrick, machen Sie aus London kein Kriegsgebiet, klar? Ja, glasklar. Ende. Wir sind dann wohl allein, Leute. Wir schaffen das. Gehen wir es an, okay? Bestätigt. Sergeant. Achtung. Hier hatte ich es dann auch noch nicht weiter gesehen, aber wie gesagt, bis zur Anfangssequenz von London, weil man im Prinzip, weil es so ein laufender Übergang ist und ich für immer nicht ganz wusste, wann die alte Mission zu Ende war. Abfangmanöver. Roger, solange kein Angriff droht, nicht angreifen. Weißer Mann, links. Und ab jetzt müssen wir es alleine machen. Sie sind hier, Brüder! Sie sind hier! Los! Beschissene Bewegung! Polizei, keine Bewegung! Die Hände hoch! Sofort! Auf den Boden! Sofort! Du machst einen Fehler! Ich sag's nicht nochmal! Frage ist... Alles klar? Gesichert! Fuck! Broke ist tot! Das ist unser. Das ist auch unser. USBV-Detonation am Piccadilly Circus. Beamte am Boden. Mehrere zivile Verluste. Da, Alter, das sieht fett aus mit Raytracing. Schon wieder die Szene hier. Sie sind noch nicht fertig. Bewegung. Kann jetzt auch gar nicht sehen, wo weitere Gegner sind. Brauchen wir alle nicht. Oh, oh. Verdammt schwierig herauszufinden, was wirklich Gegner sind und was nicht. An alle Einheiten, an alle Einheiten, an alle Einheiten. Das ist ein Mate. Alle Einheiten, vorsichtig feuern. Es sind Zivilisten in der Gegend. Alle Einheiten, vorsichtig, Verdächtige bewegen sich. Sie sind in den Gebäuden! Was macht
Die Polizisten sind, glaube ich, für uns. Ja, okay. Doch, komplettes Chaos hier. Oh, 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 oh. Es ist sehr, sehr schwierig herauszufinden, was Mitspieler sind und was Gegner sind. Aber Polizisten kann man ja auch gut erkennen, aber zwischen Zivilisten und den Angreifern. Das auch, Mate. Digga. Da hinten drin. Oh, shit. Oh, schwierige Mission. Sehr, sehr schwierig. Next try. Weiß nicht, ob ich dort oben einen getroffen habe. Ich habe keine Munition mehr. Na, da ist noch ein bisschen drin. Hab, glaube ich, alle dort. Ne, da ist noch ein weiterer. Oh, schon wieder keine Munition mehr. So. Einsatzpunkt erhalten. Ich möchte nördlich vom Oxford Circus einen weiteren einrichten. Trojan 99. Wir brauchen eine Einheit bei den beiden vorhandenen Einsatzpunkten an der Charing Cross. Nix Explosion. Verstanden, Mann. Verdächtige ziehen sich ins Zentrumgebäude im Nordwesten zurück. Dort oben ist ja irgendwo noch einer. Oder da hinten. Kein. So. Noch weiter. Gehen wir am besten hier runter. Können wir, glaube ich, nicht ganz leicht angegriffen werden. Das Problem ist, kenne ich mit den Streets hier gar nicht aus. Das heißt, egal was sie callen, keine Ahnung, was sie damit meinen. Sir, Geiselnahme im Tento-Gebäude. Wir müssen sofort dahin! Der hat sich einfach selbst gesprengt. Alles okay? Ja! Jetzt schnell heilen und dann weiter vor. Alle Einheiten zur Explosion am Leicester Square. Alle Einheiten zur Explosion am Leicester Square. Ja! Brennstoff, der einzige Weg! Der einzige! Habe ich leider nicht bekommen. Explosion vor dem Tempelgebäude. Beamte getötet. Verdammte Scheiße. Was ist der Status der Geisel? Ich muss ins Gebäude. Alter, von wo kommen die eigentlich überall? Richtung Hilfe, verdammt! Oder wir werden hier draufgehen! Trümmer wegräumen erstmal. Digga, ich will nicht killen. Verbündete! Alles gut. Hast du eine Waffe? Ja, Sir. Ihre Männer. Captain Price. Sergeant Garrick. Sie kommen mit. Alter, wurde es zerstört. Die Ecken überprüfen. Hilfe! Geißeln, da oben. Ich glaube, der hat einen Selbstsprengmechanismus, der Mensch. Nimm das ab! Bitte, nimm mir das ab! Sarge, ich brauch sie hier. Hilfe! Ich gehöre nicht zu denen!
Alle Einheiten, hier ist Untersuchung, okay. Bleibt auf Distanz. Es geht nicht auf! Können Sie ihm helfen? Ich versuch's. Ich will meine Mädchen! Sie geht hoch. Ich schaff es nicht. Keine Chance! Ich schaff's nicht! Hilfe! Moment! Was macht sie da? Nein! Alter. Komplett brutal einfach. An alle. Aber es ist so, als wenn alle tot wären. Wir kommen raus. Sanitäter! Bleiben Sie ruhig. Wir bringen Sie hier raus. Verletzt? Bin okay. Okay. Das war auf jeden Fall schon mal ein krasser Start in die Mission. Aber ich denke mal, ist noch nicht zu Ende. Wenn, dann spielen wir natürlich noch ein bisschen länger. Bei 11 Minuten haben wir auch schon. Also passt eigentlich. Ich denke mal, die letzte Mission war ja so um die 90 Minuten, glaube ich, lang. Sollte wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, Lüge des Jahrhunderts, ich weiß. Warum halten wir uns dann zurück? Weg mit den verdammten Samthandschuhen. Sir, ich höre. Bei diesen Einsatzregeln haben wir nicht die geringste Chance, Captain. Sie sagen uns wo, sie sagen uns wann. Wir sagen wie. Gibt's jetzt noch was zu tun? Oder ist jetzt die nächste Mission dran? Okay, Garrick. Mitkommen. Wo sind wir jetzt? Urzikstan. Ich denke mal, an der Stelle werden wir dann aber das nächste Mal weitermachen. Zumindest, wenn jetzt hier einmal der kleine Einspieler beendet wurde. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim, nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Alcatala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Alcatala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Alcatala und der Russen. Das müsste jetzt aber wahrscheinlich schon die nächste Mission, wie gesagt, sein. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie was? Europa angreifen? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Commander, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch. Man muss ja schon wieder sagen, hier die Raytracing-Effekte wirklich super, super krass. Sind wir uns alle einig, ja? General Barkos, Leute halten die Stadt. Wir will es natürlich nicht überspringen. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du, kämpfst du auch. Ja, NATO. Merhaba, Leo 6. Dann komm mit. Das ist dann die nächste Mission, denke ich. Hier in Uzbekistan. Ohne die Tunnel wären wir tot. Hier werden wir allerdings das nächste Mal weitermachen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf dem Video freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.